Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Rise of the Tomb Raider mit Paxis. Und natürlich auch Lara. Oh, hier geht's doch hoch, hier geht's doch hoch. Oh nein! Bin hier aber total nicht abgesprungen, ich glaube. Was wollte denn Lara hier unten gerade einsammeln? Liegt hier was? Ach so, voll. Ja. Hier liegen aber immer nur irgendwelche Flaschen oder stehen immer nur irgendwelche Flaschen rum, von daher hat sich jetzt gar nicht gelohnt, hier hinzugehen. Ja, das war's. Wir können weitergehen. Ich spende ja Zeit. War nicht ein Hase? Oh, jetzt schaut er weg. Ach, da. Oh. Brauch die Fälle. Brauch die Fälle. Nicht in das Gebüsch rennen. Da sehe ich dich noch nicht mehr. Also. Ja, damit. Jetzt haben wir schon durch zwei Hasen vier Fälle eingesammelt. Das ist besser als nichts. Vielleicht können wir dann wieder die nächste Tasche bauen. Nochmal zwei. Jo. Und keine Pfeile verschwendet. So, die können in einem gewissen Abstand platziert werden. Oh. Das müsste reichen. Hätten auch nur einen Pfeil gebraucht, aber egal. Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben sie da oben etwas gefunden. Hier reicht es hier langsam. Geduld. Wenn wir hier Erfolg haben, können wir hingehen, wo wir wollen. Ja, wir haben den Atlas. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum dorthin? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber Sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürften wir bald abziehen. Hä, die hat doch gar nicht auf den anderen geschossen. Was war denn das zum Dreck? Felix! Oh Gott, das sind richtig viele. Fuck, wir haben keine Munition mehr. Fuck. Ich stehe unter Beschuss. Das war aber wieder ein aufregender Kampf, den wir aber glücklicherweise dann doch wieder. Ich schaff's immer irgendwie, mich rauszuwinden aus diesem Problem. Glücklicherweise. War es das noch nicht? Lara macht noch so ein bisschen das. Also, es kommt mir so vor, als wenn es noch nicht ganz gewesen wäre. Finden auch wieder keine Pistolenmunition dafür, umso mehr Pumpgun-Munition, aber vielleicht ist das Spiel auch so intelligent, dass es einen dann die Munition da lässt, die man gerade viel verwendet hat, aber naja. Scheint auch relativ weit weg zu sein, die Gegner, dass es vielleicht ein bisschen Sinn macht mit dem Gewehr.
Da muss ich nicht hin, das wollte ich wissen. Komm doch darüber, oder? Ah. Hier kommen wir also zu dem Tor hin. Hier hätten sie doch wenigstens noch was hinlegen können. Für diejenigen, die sich die Mühe machen, ein bisschen hinzulaufen. Ah! Na, also. Oh, 3 Fälle. Das ist natürlich optimal. Ich freue mich schon auf mein nächstes. Auf meine nächste Rast am Lagerfeuer. Komme ich von hier überhaupt so weit? Natürlich nicht. Jetzt müssen wir den ganzen Umweg wieder gehen. Ach mein Gott. Lara rennt schneller, wenn sie eine Einhandwaffe hat, wie die Handfeuerwaffe. Deswegen gehe ich hier auf Pistole kurz. Jetzt können wir auch das wieder nehmen. Wir müssen dann dahin. Also halten wir erstmal rechts und gucken, was hier noch so abgeht. Ich weiß halt, also ich weiß nicht so richtig, ob jetzt noch jemand da ist oder nicht. Man könnte es fast denken, so wie sich Lara verhält. Die geht die ganze Zeit immer noch in Deckung. Das macht sie doch eigentlich nur, wenn noch Gegner in der Nähe sind. Können wir nicht hier hoch? Nee, können wir nicht. Nein, du sollst nur die Pfeile nehmen. Geheilt hatten wir uns ja auch, deswegen können wir auch die Bären mitnehmen. Schauen wir mal hier hoch, aber ich glaube, hier ist einfach niemand mehr und ich habe wieder alle platt gemacht in meinem Rage. Ist hier vielleicht noch ein Treibstofftank? Laufen denn die ganzen Maschinen? Das ist doch böse, Mann. Umweltverschmutzung. Das ist natürlich Gewehrmunition, davon haben wir aber 180. Scheiße. Da war wahrscheinlich der letzte Typ, der gewartet hat, oder? Noch jemand? Ja, mach das auf, mach das auf. Lara, mach das auf. Ja, jetzt ist es vorbei, glaube ich, oder? Ah. 2 von 4. Dann lesen wir mal noch den Stern und verbessern unser Russisch. Hm, ein altes sowjetisches Schild. Wow, Level 3. Wo kommen wir jetzt hier rein? Da? Ah, da ist... Ach so, hier ist einfach nur was zum Durchkriechen. Warum habe ich das nicht gesehen? Ist das ein Lagerfeuer links? Ja, da muss in der Nähe sein. Ja. Es ist ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Weil? Aber ist doch ein ganz cooler Stempel, oder? Ich will das mal so drehen. Gut. Ja, gefällt mir zumindest optisch. So, jetzt können wir uns bestimmt wieder ein paar Taschen bauen, oder? Erstmal die Fähigkeiten. Jetzt aus Stein, Ausweichkonter, Eisenhaut, genauer Schuss. Die Ziegel lenken Schüsse beim Dreifachschuss bis hier nun automatisch den Kopf anstatt des Körpers an. Schafft Patronenhalter. Patronenhalter zur Anbringung an der Waffe, der die Menge der mitgeführten Schrotpatronen erhöht. Große Ölflasche. große Flasche aus behandeltem Leder, die eine beträchtliche Menge Öl aufnehmen kann. Ist scheißegal, weil ich mit dem Öl sowieso zurechtkomme, dann lieber das.
können wir denn hier noch so verbessern? Okay, der Compound-Bogen und der andere, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Was können wir hier noch besser machen? Ach ja, ich wollte ja mal gucken, ob das jetzt vielleicht geiler ist, wenn ich dieses Zieldingens drauf habe. Aber eigentlich, wenn ich so überlege, es sind fast immer Nahkämpfe. Man benutzt einfach so selten mal einen Schuss aus einer wirklichen Distanz. Das lohnt sich eigentlich überhaupt gar nicht, diese Waffe. Das ist echt schade. Aber ich werde weiterhin auf dieses Maschinengewehr gehen. Was können wir denn da noch verbessern? Großraummagazin. Ein extra großes Magazin erhöht die Anzahl der Schüsse, die zwischen den Nachladevorgängen abgefeuert werden können. Natürlich, dann nehmen wir das. Jetzt könnten wir theoretischerweise noch unseren Bogen verbessern, und zwar den Compound, aber das wollen wir nicht, deswegen war's das erstmal wieder. Schöne Zelte. Es ist so kalt. Muss ich wirklich durchs Wasser gehen? Ich glaube, ich muss sogar tauchen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Oh mein Gott. Sag ich doch, ich muss sogar tauchen. Eiswasser. Wie hässlich. Sieht so aus. Die Räumtrupps beladen schon die Helikopter. Haben die anderen es mitbekommen? Nein, ne? Ich gucke mich erstmal weiter um, bevor ich jetzt hier aus dem Loch aussteigen erschossen werde. Noch jemand? Okay, ist der Typ da der Einzige, der noch übrig ist? Ach, und er hat nicht gemerkt, dass einer weniger... Oh mein Gott. Das hätte er eigentlich merken müssen, dass da sein Freund plötzlich weg ist, wenn sie nur zu zweit hier sind. Aber okay. Ach stimmt, wenn ich jemanden lautlos kille, dann loote ich ja automatisch, dann brauche ich ja gar nicht mehr in den Kollegen rein. Aber es sind noch Gegner, wie es aussieht. Wir sind jetzt von da gekommen. Wir müssen wohin? Okay, wir müssen dahin. Das heißt, wir durchsuchen erstmal den ganzen Rest. Wobei, hier scheint es gar nicht mehr so viel zu geben. Unser krasser Taucherausrüstung und ich muss sagen, ziemlich cool aussehende Zelte. Hab ich noch nie gesehen. In so einer Form. Sehen aber irgendwie geil aus. Weiß auch nicht warum, aber die gefallen mir optisch. Und jetzt, schwere Pistole, Komponente Nummer 4. Kipplaufflinte. Oh, jetzt haben wir die schwere Pistole 3 von 4 und auch diese komische Kipplaufflinte haben wir auch 3 von 4. Aber ich kann mir unter dem Begriff Kipplaufflinte überhaupt nichts vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, wie sie aussieht, aber ich habe den Namen noch nie gehört. Also ich glaube, das ist die Flinte, die immer nur 2 Schuss aufnehmen kann, die man dann halt so zwischen Schaft und, na, wie nennt man das? Schaft und dem Teil, wo man ihn halt festhält, diese Flinte, da klappt man das so auf, dann steckt man die 2 Schrotpatronen rein, dann klappt man sie wieder zu und dann schießt man. Also ich gehe mal davon aus, dass es die Flinte ist, aber ich habe wirklich das noch nie gehört. Kipplaufflinte. Keine Ahnung. Da war ein ganz schönes Chaos. Wo sind viele? Konstantin hatte nicht erwartet. Sehen wir zusammen mit den anderen ab? Noch nicht. Wir halten die Augen offen und drehen unsere Runden. Wollen die sie immer noch leben? Nicht mehr. Okay, dann machen wir das halt so. Wenn der Typ freiwillig weggeht. Was sind mehr? Das sind auch nochmal 2. Hey, hilf mir hier mal. Moment. Sichtkontakt. Erschießen wir sie. Hm? Was ist los? Der verdammte Truck ist hin. Das ist auch blöd, dass man nicht 2 auf einmal lautlos umbringen kann. Zumindest nicht so von hinten halt. Hast du wohl recht. Sehr gut. Ich weiß zwar nicht, wie die das schafft, 2 auf einmal abzuschießen, aber es hat endlich mal geklappt. Was passiert, wenn ich eigentlich das hier hochjag? Sprenge ich wieder mitten in die Luft?
Naja, sieht nicht so aus, schade. Komm her. Put, 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 put. Ging zwar nur in den Arm der Treffer, aber tot ist tot. Aber das war endlich mal ein anständiger Kill von so einer Menge an Gegnern, oder? Die meisten lautlos platt gemacht. Zwei davon halt mit so einem komischen Doppelpfeil. Ja, stimmt schon. Und... Lag da noch irgendwo was? Genau, eine Kiste. Und Komponente 4. Nee, Vollautomatikflinte. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt wieder? Egal. Ja, schön lautes Blatt gemacht. Gefällt mir. Spart man auch Zeit, weil die alle automatisch gelootet werden. Gibt's hier oben noch irgendwas? Nee, wo war das jetzt? Hier war doch irgendwo ein Kletterbaum. Da. Achso, das war dann bloß, um von oben herabzuspringen und die platt zu machen, aber hier gibt es keine Plattform. Also wozu man Pfeile selbst herstellen soll, frage ich mich, wenn man sowieso die ganze Zeit Pfeile findet. Und das Merkwürdige ist, es verwendet gar niemand Pfeile von Trinity. Niemand. Ich habe noch keinen einzigen Trinity-Gegner gesehen, der Pfeile verwendet hat. Also ich hätte es echt cooler gefunden, wenn man sich halt seine Pfeile halt hätte alle selbst zusammenbauen müssen, weil man dann halt viel öfters Federn und Holz brauchen würde, aber so, man findet die halt immer und das gibt keinen Sinn. Ein bisschen schade, aber okay. Ist hier noch irgendwas? Komm, hier in der Ecke, ich bin was zum Ausbuddeln. Komm, buddel, 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 buddel. Wobei ich weiß, treten sie die Wetterstation. Ich weiß gar nicht, ob man hier in dem tiefen Schnee überhaupt rein theoretischerweise auch Sachen finden kann. Oh, jetzt sagt bloß, ihr kommt hier nicht hoch. Oh, jetzt müssen wir echt den ganzen Umweg. Oh mein Gott. Das war ja richtig gut von mir, hier hinzugehen. Gehen wir eben hier lang. Komplett vereiste Metallböden und Treppen. Das müsste so dermaßen glatt sein. Wir können gleich mal wieder die Aussicht genießen, wobei es gibt ziemlich viel Nebel dich gerade. Schöne Winterwelt. Komm. Ah, wir haben immer noch keine Munition wieder, okay. Ich glaube, wenn ich schnell reagieren muss, ist mir die Pumpgun lieber, oder? Wobei, das geht ja wieder nur auf nahe Distanz. Nee, wenn ich schnell reagieren muss, ist mir, glaube ich, das Maschinengewehr am liebsten. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Sind die wirklich Bruder und Schwester oder bezeichnen die sich bloß so? Das habe ich irgendwie noch nicht verstanden. Konstantin sorgt sich so sehr um seine Schwester, er würde wirklich alles tun, um sie zu retten. Also, ja, es sind wahrscheinlich wirklich Geschwister. Wo müssen wir hin? Da hoch, okay. Ich gucke das immer nur nach, um zu wissen, in welche Richtung ich erstmal nicht gehe, um halt erstmal die anderen Richtungen anzuschauen. Nicht, weil ich zu faul bin, das irgendwie rauszufinden, aber so ist es halt. Ein Anhänger. Logischer. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Sankt Peregrinus, Schutzpatron der Todkranken. Oh. Das ist ja auch eine
schöne Aufgabe von dem Heiligen, wenn man Schutzpatron der Todkranken ist, also die sowieso fast alle sterben werden wahrscheinlich, sonst wären sie ja nicht todkrank. Das zeichnet einen dann wirklich aus mit seiner heiligen Macht. Weil man fast niemanden retten konnte. Oh. Sehr solide gebaut, diese Anlage, weil im Gegensatz zu den anderen Anlagen ist ja nicht alles halb kaputt. Also den Anlagen wohl bisher waren, da war ja immer irgendwas, naja, nicht mehr so gut. Aber naja, Stahl und Beton, das braucht dann halt länger als, keine Ahnung, 20, 30 Jahre, um kaputt zu gehen. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Na, da steht was. Hallo, ich sehe doch, das soll sie bestimmt lesen, oder? Dann lies das doch mal. Oder lies das doch mal. Oh. Ja, ich versuche, die versteckten Informationen zu finden, aber sie macht nichts. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Na also. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier reingehen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch... Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.